Hey, was geht? Mero hier und das ist ein kleines besonderes Video, weil es ist was ganz, ganz, ganz Cooles passiert. Und zwar haben wir ein Abo-Ziel erreicht und darüber freue ich mich einfach sehr und ich wollte euch ein großes, großes Dank aussprechen. Ihr müsst euch vorstellen, oh mein Gott, eine kleine Story. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe diesen YouTube-Kanal vor unzähligen Jahren erstellt, in der Hoffnung, dass ich darauf Gaming-Videos hochladen kann. Damals irgendwie 2015, 2016, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber es war ungefähr in dem Zeitraum. Dort hatte ich meinen ersten zusammengebauten PC, ready to go, einsatzbereit für Streaming, einsatzbereit für Streaming, einsatzbereit für Gaming-Videos. Damals war es noch Minecraft. Und ja, durch unglückliche Ereignisse ist halt dieser Computer kaputt gegangen. Und dementsprechend konnte ich auf dem YouTube-Channel nicht mehr so viel hochladen. Das ist dann auch ein bisschen liegen geblieben. Das fand ich super schade. Ich musste erstmal so ein bisschen Sachen in meinem Leben so wieder hinbekommen, also allem geregelt bekommen, weil ich dann umgezogen bin. Eben der Computer ist kaputt gegangen. Ich konnte damit nichts mehr machen. Also der Mainboard war komplett zerrissen. Vielleicht kann ich euch ja Bilder einfügen, wie schrecklich das ausgesehen hat, als das Ding dann nach meinem Umzug bei mir angekommen ist. Und ja, damals war ich dann halt auch in so einer Situation, dass ich super lang auf viele meiner Dinge sparen musste und wäre damals dann auch nicht mal besser Freund gewesen. Grüße gehen raus an Siso. Der hat mir nämlich seinen alten PC dann vererbt, in dem Sinne, weil er sich einen neuen geholt hat. Und den konnte ich dann benutzen. Ich habe mich dabei dann zuerst aufs Streaming konzentriert und deswegen ist halt dieser Channel noch mehr liegen geblieben, weil ich habe dann sehr viel Overwatch gestreamt. Das war wie so mein Main Game to go. Irgendwann habe ich aber da dann auch schon gemerkt, hey, der PC ist auch ganz schön am Kämpfen. Und ja, das Leben generell wurde halt ein bisschen schwierig, anstrengend, stressig. Ich habe versucht, irgendwie so Highlights zu machen. Also wer vielleicht in dieser Zeit auf meinem Kanal unterwegs war, der weiß auch, dass ich irgendwie so Overwatch-Videos mal hochgeladen hatte. Das waren irgendwie 3 oder 4 Stück. Ich habe aber, glaube ich, nur noch 2 auf dem Kanal selber. Und davor war halt so ein Minecraft-Video. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt leider alles liegen geblieben. Und ich konnte mich auch nicht wirklich so dazu aufraffen, diesen Channel wieder aufzugreifen. Ich habe es immer wieder versucht. Ich habe mir immer wieder Pläne gesetzt und Sachen versucht umzusetzen. Aber es ist halt viel dann wieder durcheinander gekommen. Dann habe ich es auch mal probiert mit einem englischen Kanal. Das ist jetzt mein aktueller Zweitkanal. Der heißt Mehrere. Also da werde ich dann auch in Zukunft Sachen hochladen, die aber kein Gaming-Content sind, sondern mehr so vielleicht Videos wie hier, wo ich einfach vor der Kamera sitze und dann einfach zu euch rede. Das war erst mein zweiter YouTube-Kanal für Gaming, weil ich dann 2018 rum wieder streamen konnte. Ich hatte dann also wieder die Möglichkeit zu streamen. Ich hatte zuerst den PC benutzt und dann irgendwie so zusammengebogen, dass ich wenigstens auf ganz billow streamen kann. Also wirklich so super ranzige Qualität. We're trying to get as close as possible to the wall, okay? Und dann habe ich angefangen, auf neue PC-Teile zu sparen und habe mir einen neuen PC zusammengebaut. Ja. Ist auf jeden Fall ganz komisch, wirklich darüber zu reden. Ansonsten, wenn es euch wirklich mal so interessiert, hey, was ist jetzt denn die ganze Story? Wieso hat sich alles so krass lang gezogen? Vielleicht kann ich das irgendwann in einem zukünftigen Video behandeln. Ein bisschen detaillierter. Es gab halt viel, was mir die Pausen in dem Sinne auch erzwungen hat. Einfach äußere Umstände, wo ich keinen Einfluss drauf hatte. Und das habe ich dann auch immer wieder so in den Streams kommuniziert, weil ich musste mich dann dem quasi ergeben. Weiß nicht, jetzt seit geraumer Zeit bin ich ja ein bisschen so, versuche ich ja wieder so die Videos hier auf den Kanal zu bringen. Es klappt noch nicht mit der Regelmäßigkeit. Ich bin da wirklich dran am Arbeiten. Und seit 2023 versuche ich halt hier auf dem Kanal Sachen regelmäßiger hochzuladen.
Betonung liegt auf Versuchen. Und ich habe dann damit angefangen, dass ich das Streaming mit dem YouTube-Kanal so ein bisschen verbinde. In dem Sinne, alte Streams runterlade von coolen Games, die ich gespielt habe und dann wie Episoden daraus schneide. Ja, jetzt bei einigen Projekten, da ist halt quasi so ein, auch wieder so ein erzwungener Cut. Das tut mir so leid. Zum Beispiel Alan Wake oder Visage. Das ist alles im Moment krass auf Pause. Ja, es liegt halt auch daran, dass ich dann umgezogen bin. Aber das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte und das kann ich ja auch auf dem anderen Kanal dann behandeln. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass jetzt seit 2 Monaten, wo ich da wieder aktiv dran bin, also ich bin wirklich so im absoluten Grind, ich bin Shorts am Hochladen und ich schneide auch gefühlt alles Mögliche direkt zusammen, wie es mir die momentane Zeit, die ich habe, ermöglicht und lade es dann instant hoch. Ich freue mich einfach nur, weil als ich angefangen habe, wieder aktiver auf dem Kanal Sachen hochzuladen, da waren wir rund 120 Leute. Und jetzt in diesen 2 Monaten sind so viele süße kleine Bienen dazugekommen. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Und ich wollte dann sagen, dieses Video nehme ich zum aktuellen Stand vom 7.3.2024 um 19 Uhr auf. Und da haben wir die tolle Summe an 206 Abonnenten geschafft und ich freue mich einfach mega. Vielen, vielen lieben Dank. Es ist für mich einfach nur unglaublich, dass nach einer so langen, so eine immens lange Pause, ja doch noch einen Aufschub zu sehen ist. Wenn ich mich doch irgendwie so dran hinsetze und ich dann doch mache, dass ich keinen Grund habe zum Aufgeben, sondern dass ihr halt dann da seid und vorbeiguckt. Und das freut mich mega. Und werden halt noch so viel weitere richtig geile Games kommen. Also ich bin ja auch momentan dabei, die Life is Strange-Reihe zu machen. Dann habe ich vor, einige Highlight-Momente zusammenzuschneiden. Also es wird dann auch nochmal so komplett inhaltmäßig anders sein als jetzt gewöhnliches Gameplay, weil es halt mehr so highlight-technisch ist. Ah, ich habe noch so viele andere coole Games auf Lager. Wirklich, meine Bibliothek ist voll. Es wird sehr viele Horror-Games geben. Es wird aber auch sehr viele nice Story-Games geben. Ich habe mir dann auch jetzt letztens noch die Tomb Raider 1 bis 3 Remastered-Games geholt. Da habe ich auch so Bock drauf. Generell Tomb Raider ist einfach so eins meiner Lieblings-Games, meiner Lieblingsspielereien. Ich werde auf jeden Fall auch noch die Kingdom Hearts-Reihe hier spielen, weil das auch Kingdom Hearts mein absolutes Lieblings-Game. Ich liebe es. Und ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Ich habe wirklich so Bock drauf, hier weiterzumachen und freue mich auf jede einzelne Biene, die hier rein abonniert und mich halt auf dem Weg begleiten wird. Und wenn es eben euch auch interessiert, was ich in Zukunft auf dem anderen Kanal namens Mehrere, das blende ich dann hier ein, was ich da dann hochladen werde, was die Themen sind, eben wenn ihr auch so ein bisschen privatere Themen von mir hören wollt, dann könnt ihr da gerne ein Abo dalassen, aber ich kann es euch nicht versprechen, wann dort das erste richtige nächste Video kommt, weil ich glaube, das erste Video, was da drauf ist, ist von 2022. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall noch, bevor ich angefangen habe, wieder die Gaming-Videos zu machen, weil ich dort in den Bergen gewohnt habe, aber auch nochmal eine andere Story. Und ansonsten würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr eben ein Abo hier auf dem Kanal lasst, einen Daumen hoch und natürlich auch einen Kommentar, auch was ihr euch in Zukunft für Gaming-Content hier wünscht oder was eure Lieblingsmomente bisher waren. Ihr könnt auch gerne sonst Kommentare zu den Streams abgeben, wenn ihr mal in der Vergangenheit in einem meiner Streams da wart. Ansonsten, ja. Die Streams werden jetzt auch eher halt spontan und sehr unregelmäßig sein. Ich muss da erstmal schauen, wie ich das wieder regeln kann, weil ich momentan leider nicht so viel Zeit dafür aufbringen kann und deswegen dann den Fokus in diese YouTube-Videos reinsetze. Wir sehen uns dann und ich hoffe, ich kann möglichst bald schon das nächste coole Abo-Special-Video hier hochladen. Und wenn euch natürlich der Content hier ein bisschen zu unregelmäßig kommt, ihr aber auf dem Laufenden bleiben wollt, ihr könnt im Discord vorbeischauen, Link unten. Und natürlich auch meinen anderen Socials wie Twitter, Instagram, was noch? Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber da könnt ihr vorbeischauen und ein Follow dalassen. Wow. Wir sehen uns dann in der Zukunft. Ciao.